Die Formel 1 war zwar 23 Jahre lang nicht zu Gast in Mexiko, doch nach der erfolgreichen Rückkehr im vergangenen Jahr fühlt es sich so an, als ob sie nie fort war. In Mexiko ist der Grand Prix mehr als nur ein Rennen. Es ist ein Fest der Geschwindigkeit und des Mutes. Die Stimmung im Stadion ist nicht zu übertreffen, dagegen kommt selbst der Lärm der Rennwagen nicht an. Mit 2285 Metern über dem Meeresspiegel stellt die dünne Luft des Autodromo Hermanos Rodriguez nicht nur für die Fahrer, sondern in erster Linie für die Motoren eine große Herausforderung dar. 17 Kurven sind in einer Runde zu bewältigen, die Strecke ist insgesamt 4,1 Kilometer lang. Hohe Geschwindigkeiten über 354 km/h und das Überholen in den Bremszonen in den Kurven 1 und 4 sollten die Highlights sein. Und bei mir ist heute Stefan Römer. Warum sprechen wir für den Einstieg nicht gleich mal über Valtteri Bottas? Sieht so aus, als ob sie heute ganz schön kämpfen müssen. Die Gridstrafen, die das Team aufgrund des Auswechselns der Triebwerkskomponenten erhalten hat, machen all das sicher nicht einfach. Aber das Gute dabei ist, dass ihnen diese neuen Komponenten dabei helfen können, sich bis ganz nach vorne durchzukämpfen. Ich rechne ehrlich gesagt heute mit einem sehr aggressiven Kurs, um den problematischen Start auszugleichen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und Charles Leclerc steht auf P2. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Weber, Richter, Kevin Magnussen und Hülkenberg. Perez, Gasly, Norris und Sebastian Vettel. Bottas, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Raikkonen, Max Verstappen und Butler, Grosjean, Albon, George Russell und Carlos Sainz Jr. Stroll und Danny Ricciardo belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Okay, the run into turn one isn't too long, so the pack will be bunched up. Take care. Ja, und damit geht's ins Rennen. Platz 4, am Ende doch durch die ganzen Gridstrafen. Wir müssen am besten so früh wie möglich schon nach vorne fahren. Scheiße. Ich bin da geholt, Mann. Ja, Vater, wir sind rechts und links alle vorbei noch.
Mann Gott, ey. Ja, ich muss alle Positionen zurückgeben, weißt du? Oh, Alter. 10 zurückgefallen. Und 4. Ganz, ganz schlecht gestartet. Ich muss, um weiter nach vorne zu kommen. Ganz, ganz schlecht gestartet und jetzt sind wir auf 6, aber... is now enabled and will be available to use when you are within 1 second of the car ahead in the DRS zone. So, den ersten werde ich mir jetzt gleich holen. Danke, dass du mir die Lücke genau aufgemacht hast. Es wird nicht reichen, zumindest im Rand zu kommen, ja, aber nicht rein vorbeizugehen. Thank you.
Okay, da warst du optimistisch. Ich bin nicht gut aus der Kurve rausgekommen. Jetzt. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. The car behind is dropping back by about 3/10 a lap. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich in die zwei Herren da vor mir rankomme noch. Sind wir zumindest wieder am Startplatz. Das reicht für ihn. Boah, Alter. Und wieder habe ich ihn vor mir. Alter, hau ab von mir. Genau. Fahr mit so ins Auto, dass du vorbeikommst, oder was? Damit ist das vorne weg. Scheiße.
so schön wieder dran vorne und dann. Naja. Dann bist du halt auf P4 und das war's mit der Konstrukteurs-WM. Alle an mir vorbei jetzt, oder was? Ist das mein Teamkollege auf 19. momentan nach dem ersten Stop. Die Frage ist, wo wollen wir denn wieder rauskommen? Ich vermute irgendwo bei 5 oder 6. Doch noch auf 4. Glück gehabt. Weiter wird's eh nicht werden. Ich hab's zwar noch nicht abgehakt, aber es wird sehr schwierig werden. Da versuchen wir nochmal mit dem fetten Gewicht vielleicht ein bisschen was zu holen.
6 Runden noch. Ja, die sollen sich ruhig noch ein bisschen weiter bekämpfen da vorne. 6 Sekunden nur noch. Das ist mir schon klar, das brauchst du mir nicht tausendmal sagen. 4,3 nur noch. Ich suche da jetzt weiter anzukommen. Ich muss das irgendwie versuchen, das mit uns aufzuholen noch. Ja, jetzt fahren wir hier weiter zurück. We have 5 laps of fuel remaining. 4. Ja, wieder versuche ich mich davon, die Jungs noch zu holen oder zu schonen. Den Turbo kannst du immer nach dem Rennen rausschmeißen. So.
Zwei Runden noch. Irgendwie muss ich da jetzt versuchen, nochmal ranzukommen. Das weiß ich. Den wird auch nicht mehr zu schlagen sein, aber die zwei hier vorne, ein zumindest davon, um aufs Podium zu fahren. So, letzter Versuch vielleicht. Jetzt habe ich ihn. Ja, da habe ich sowieso jetzt gleich leer, aber ich will zumindest Platz 2 doch noch holen. Ich krieg keine Strafe. Ich weiß, dass der Move nicht gut war. Egal. Zweiter. Mercedes fährt hier heute einen großartigen Sieg. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Ich würde sagen, dass es wieder mal auf eine gute, beständige Fahrleistung ankam. Die Kurven exakt nehmen, auf die Streckenbedingungen achten und die Strategie des Teams perfektionieren. Heute wurde einfach alles richtig gemacht und das Ergebnis spricht für sich selbst. Ja, trotzdem war nicht richtig. Die Fahrer nun zum Sieger. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Scheiße, ey.
Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Für mich ist es Lewis Hamilton. Bitte was? Der mehrfache Weltmeister mag an diesem Punkt eine langweilige Wahl sein, aber man kann nicht bestreiten, dass er den Titel verdient hat. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter auf. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. 26 Punkte. 3 Rennen noch. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Das schien mir da draußen aber heute mehr Autoscooter als Formel 1 zu sein, oder? So. Heute ist für Sie alles nach Plan verlaufen. Es sah aus, als hätten Sie eine richtig gute Strategie für das Rennen. Ja. Was so? Sie übertreffen alle Erwartungen. Würden Sie sagen, dass man Sie unterschätzt hat? Was so? Klasse. Das war dann alles. Hm. Ah, trotzdem. Wie gesagt, der kleine Rennblatt-Männer, der hätte nicht sein müssen. Der hätte ich ruhiger sein müssen, ja. Ja, sei es drum. Zweiter. Naja, besser als nichts. Nach dem Start war das nicht zu erwarten. Tolle Arbeit an diesem Wochenende. Dich auf dem Treppchen zu sehen, macht mich stolz. Hm. Gut, nächstes. Ja, bitte. Neue Getriebe mal reinsetzen. So gut. Das nächste Rennen müsste USA sein. Jo, ist es auch.